Eigentlich wollte ich das letzte Video zu VPN-Placements auf YouTube noch um einen weiteren, etwas generellen Ansatz erweitern. Hab dann aber gemerkt, dass das Ganze Ausmaße annimmt, die ein eigenes Video und damit auch eine ganz eigene Diskussion wert sind. Die Art, wie Produktplatzierungen auf dieser Plattform präsentiert werden, wandelt sich gerade. Und wenn wir Glück haben, sogar zum Besseren. Diese Grafik hier habe ich schon in einigen Videos gezeigt. Es ist die Balance-Theorie oder auch das POX-Modell nach Fritz Haider und das absolute Fundament, auf dem Influencer-Marketing aufgebaut ist. Oder was heißt Influencer-Marketing? Jegliches Marketing, das mit Empfehlung durch bekannte Personen arbeitet. P ist eine Person, in diesem Fall das Testimonial, das X, ein bestimmtes Produkt oder ein Service, in höchsten Tönen lobt und damit seine positive Beziehung zu X kommuniziert. Wir, in diesem Fall das O, haben wiederum eine positive Beziehung zu Testimonial P, weil wir seine Videos gut finden, seine Musik gerne hören oder weil er in der Jury von DSDS immer so super frech ist. Völlig egal warum, wir mögen P. Und jetzt erfahren wir, dass P auch eine positive Beziehung zu Produkt X hat. Für uns ist durch diese Kommunikation ein Weg bereitet worden, der es uns wesentlich leichter macht, ebenfalls eine positive Beziehung zu X aufzubauen, als eine negative. In der Sozialpsychologie spricht man hier vom sogenannten Konsistenzbedürfnis, deswegen auch Balance-Theorie. Die Beziehungen tendieren dazu, im Gleichgewicht zu bleiben. Wenn ich als O beispielsweise Testimonial P überhaupt nicht mag, kann das dazu führen, dass ich das von ihm beworbene Produkt X auch weniger mag. Und das ist kein Garant, auf keinen Fall, aber so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das positive Bild, das wir von einer Person haben, auch auf ein Produkt abfärbt. Und so hat Influencer-Marketing jahrelang funktioniert und tut es auch immer noch. Für genügend Geld kann sich eine Firma die hart erarbeitete Glaubwürdigkeit eines Influencers ausleihen und die eigene Werbebotschaft in der Stimme eines sympathischen Menschen sprechen lassen. Und da gibt es natürlich auch No-Gos, die die Influencer nicht zulassen. Ich mache nur für das Werbung, was mich auch wirklich persönlich überzeugt, ist ein Satz, den man in den letzten Jahren der Berichterstattung über Produktplatzierung unendlich oft gehört hat. Dabei ist das nicht ganz richtig. Der ganze Satz sollte eher lauten: Ich suche mir von den Anfragen, die ich bekomme, häufig das geringste Übel aus. Auch ich kriege massenweise Werbeanfragen, obwohl ich noch nie eine bezahlte Produktplatzierung gemacht noch auf irgendeine dieser Anfragen jemals geantwortet habe. Aber ich habe sie archiviert, über Jahre, und weiß, eine Anfrage für ein gutes, moralisch einwandfreies Product Placement ist seltener als ein kompetenter Verkehrsminister. Die Realität besteht leider hauptsächlich aus Spam. Ich habe beispielsweise in den letzten 12 Monaten genau 30 Werbeanfragen für Produktplatzierung von insgesamt 3 verschiedenen VPN-Anbietern bekommen. Das ist eine Anfrage alle 12 Tage, obwohl ich nie geantwortet habe. Wer mal sehen will, was für Anfragen man so zum Großteil bekommt, der kann sich dieses Video von Rob Bubble angucken. Mit dieser Wahrheit müssen wir lernen zu leben. Produktplatzierungen sind notwendig. Schon alleine, weil YouTubes interne Monetarisierungsoptionen immer wieder von algorithmischer Willkür geplagt sind. Aber auch, weil es Leute gibt, die sich scheinbar in monatelanger Selbstisolation eine moralisch einwandfreie Legitimation dafür zurechtkonstruiert haben, einen Adblocker auf YouTube zu nutzen. Und Teil eben dieser Wahrheit ist es auch, dass das Angebot an guten Produktplatzierungen der Nachfrage nicht gerecht wird. Wer von YouTube lebt, schmerzhaft starke Ausgaben für jedes Video hat und auf dessen neue Inhalte ein begeistertes Publikum wartet, hat kaum eine andere Wahl, als dann das kleinste Übel zu bewerben. Aber, und hier kommt der Wandel der letzten Monate zum Vorschein, man muss das nicht über die Balance-Theorie machen. Mir ist aufgefallen, dass immer mehr deutsche wie auch englischsprachige YouTuber beginnen, ihre Produktplatzierung anders zu inszenieren. Da ist das eigentliche Video der Grund, warum man draufgeklickt hat, und dann ist da dieses kürzere Werbevideo mittendrin, das immer weniger Gemeinsamkeiten mit seinem Umfeld hat. Und das muss beabsichtigt sein. Immer mehr Leute legen sich eine Rolle zurecht, eine Persona, die für sie die Werbebriefings verliest und den Produktnamen wie den Rabattcode nennt. Das sorgt dafür, dass das P, das wir mit der Person hinter der Rolle assoziieren, nicht mehr zwangsläufig für die Bewertung von Produkt X abgerufen wird, weil Person P ja jetzt als jemand anderes spricht. Produkt X bekommt so nicht sofort einen unbewussten Sympathieschub von uns.
Das funktioniert in beide Richtungen. Entweder mit total überzeichneten Werbestimmen à la Wow, wussten Sie schon, dass Sie mit dem Code Gedankenfetisch69 ganze 70% Rabatt bekommen? Oder im Fall einiger englischsprachiger YouTuber als super nüchtern vorgelesener Infotext. Egal, wie man es macht, die Grenzen zum Rest des Videos werden stärker. Influencer-Marketing ähnelt so mehr und mehr dem klassischen TV-Werbeblock, die man sich einfach für sein Produkt kaufen kann. Auch wenn die Entscheidung, das zu tun, vielleicht bei einigen eher aus Selbstschutz getroffen wurde, so klammert diese Methode trotzdem die Balance-Theorie zu einem gewissen Grad aus und wird so vielleicht zu einem nützlichen Spagat. Auf der einen Seite hat man die Kosten gedeckt und bekommt Geld für das, was man tut, auf der anderen Seite hat man aber den Schaden, den man damit eventuell anrichtet, verringert. Das, wie ich finde, faszinierendste Beispiel für diese Entwicklung ist Tom Scott, der, wie im letzten Video bereits erwähnt, vor etwa 2 Jahren eine fantastische Demontage der falschen Werbeversprechen von VPN-Anbietern veröffentlicht hat. Und vor etwas über einem Monat einen Roboter, der nach ihm modelliert wurde, genutzt hat, um an seiner Stelle für VPNs werben zu können. Ich beschwere mich nicht, wenn ich Produktplatzierungen bei anderen sehe. Manchmal stimme ich nicht mit ihnen überein, ob das gewählte Produkt wirklich das kleinste Übel war, aber ich kenne die andere Seite. Ich kenne das Brachland. Entweder undurchsichtige Versicherungs-Apps, Glücksspiel-Tutorials fürs Handy, VPNs oder Gaming-Booster. Es ist wirklich nicht leicht. Deswegen, wer auch immer sich diese Form der Produktplatzierung ausgedacht hat, Hut ab. Ich glaube, das ist die Zukunft.